Hallo und herzlich willkommen beim neuen Video. Die Weihnachtszeit steht vor der Tür und das ist natürlich auch eine Zeit, in der man gerne Grüße an Familie und Freunde schickt mit Weihnachtskarten oder eben auch online. Das Ganze könnt ihr natürlich machen, indem ihr einfach irgendwo eine Karte kauft oder aber euch online irgendwelche Weihnachtsgrüße raussucht. Das Ganze könnt ihr natürlich aber auch viel persönlicher gestalten, viel individueller und erstellt selber eure eigenen Weihnachtskarten. Und das Ganze zeige ich euch gleich. Viel Spaß! Weihnachtskarten erstellen ist gar nicht so schwierig, wie man vielleicht denkt. Das Ganze ist auch sehr schnell erledigt. Im Endeffekt habe ich mir jetzt hier eine kleine Szene aufgebaut. Was braucht ihr dafür? Ich habe jetzt einen kleinen Tisch genommen. Als Hintergrund einfach ein schwarzes Tuch. Das habe ich im Hintergrund und dann auch noch auf den Tisch gelegt, sodass ich wie so ein kleines Fotostudio habe. Zusätzlich eine Lichterkette, weil ich natürlich ein schönes weihnachtliches Licht im Bild haben soll. Das Ganze soll sehr schön warm aussehen. Deswegen entsprechend eine Lichterkette im Hintergrund. Die ganzen Kabel von der Kette, die werden nachher alle nicht im Bild zu sehen sein, weil das alles im Unschärfebereich liegen wird. Und dann natürlich im Vordergrund noch eine entsprechende Szene aufbauen, die ich dann fotografieren möchte. Ich habe jetzt hier einfach mich für ein paar Lego-Modelle entschieden. Einfach, wenn man mit Kindern fotografiert, macht denen das natürlich besonders Spaß, wenn man dann solche Szenen aufbaut. Ihr könnt natürlich komplett kreativ werden. Sucht einfach raus, was ihr an Weihnachtsdeko habt. Schaut euch einfach an, vielleicht ist auch noch das ein oder andere Stück im Keller versteckt, was man schon gar nicht mehr benutzt, was aber jetzt für so eine Weihnachtskarte besonders gut geeignet ist. Und dann geht es auch schon los mit der Fotografie. Was ist wichtig? Ich habe jetzt hier ein Objektiv benutzt, 50mm Objektiv mit einer 1,8er Blende. Einfach aus dem Grund, weil ich hier eine Offenblende haben möchte. Ich brauche einfach im Hintergrund die Unschärfe für die Lichter und nur im Vordergrund möchte ich eben den Schärfebereich haben, deswegen eben diese 1,8er Blende. Zusätzlich ist sie eben auch noch sehr lichtstark, deswegen kann ich hier auch mit relativ kurzen Verschlusszeiten arbeiten, auch wenn es eine relativ dunkle Szene ist. Zusätzlich, was habe ich noch? Ich habe jetzt die Kamera auf einem Stativ, deswegen, wenn ihr jetzt längere Belichtungszeiten habt, wäre das jetzt auch nicht weiter dramatisch, aber grundsätzlich, Stativ ist natürlich immer schön, habt ihr keine Verwacklung im Bild. Und das ist auch schon alles, was ihr an Equipment braucht. Ich fotografiere natürlich ohne Blitz, damit nicht irgendwelche Bereiche zu stark ausgeleuchtet sind, denn man soll ja auch noch dieses schöne warme Licht im Hintergrund sehen können. Und mehr braucht ihr nicht, dann macht ihr einfach euer Bild und schon ist eure Weihnachtsszene oder eure Weihnachtskarte fertig. Das Einzige, was ihr noch machen könnt, zum Beispiel in Lightroom vielleicht noch kleinere Anpassungen, aber grundsätzlich werdet ihr da nicht mehr allzu viel machen müssen, wenn ihr das schön fotografiert habt. Wer jetzt ein bisschen mehr Zeit noch einsetzen möchte, vielleicht, wenn ihr so eine Weihnachtsszene baut, vielleicht noch Schnee einfügen in Photoshop oder irgendwelche Sachen. Müsst ihr aber alles nicht machen. Grundsätzlich, wenn ihr euch eine schöne Szene rausgesucht habt, ist da eigentlich nicht mehr viel Arbeit, die ihr noch zusätzlich investieren müsst. Und schon ist euer Bild fertig. Alternativ, schaut einfach mal auf dem Weihnachtsmarkt, wenn ihr lieber draußen fotografieren wollt. Vielleicht gibt es da das ein oder andere, was ihr fotografieren könnt. Oder aber auch einfach so in der Stadt einfach mal mit offenen Augen durch die Gegend laufen, schauen, wo ist vielleicht eine schöne Dekoration, was man auch als schönes Kartenmotiv benutzen kann. Das war's auch schon wieder. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, gebt mir gerne einen Daumen nach oben, teilt das Video mit euren Freunden, abonniert meinen Kanal und dann sehen wir uns in der nächsten Woche wieder. Ciao!